Liebe Interessierte, ich begrüße euch heute herzlich auf dem Nordfriedhof in Halle, am Wasserturm Nord gelegen, und möchte euch heute unseren Verein für Friedhofskultur in Halle und im Umland vorstellen. Unser Verein beschäftigt sich mit historischen Persönlichkeiten in Halle, die hier auf den verschiedenen Friedhöfen bestattet sind, und kümmert sich darum, dass diese Grabstellen, die zum Teil verlassen sind und in keinem guten Zustand sind, einen neuen Paten finden. Dafür möchte ich euch heute die Grabanlage der Familie Bethmann hier im Hintergrund vorstellen. Die Familie Bethmann waren einst eine bedeutende hallische Familie aus dem Bereich des Möbelhandels und Möbelverkauf. Und sie hatten zum Beispiel ihr Geschäft in der Großen Steinstraße in Halle, da wo heute das Tops Spielwarengeschäft ist. Viele von euch werden das bestimmt kennen. Diese Grabanlage ist, wie man sieht, in einem nicht so guten Zustand. Es ist ein schöner Obelisk darauf und ein schmiedeeisernes Gitter. Und die Renovierung dieser Grabanlage kostet einen mindestens fünfstelligen Bereich. Wenn ihr euch vorstellen könnt, hier auf einem Friedhof euch zu engagieren, dann könnt ihr gern mit unserem Verein Kontakt aufnehmen und euch hier verwirklichen. Bei manchen Gräbern ist es auch möglich, dass man sich selbst dort auch später bestatten lassen kann. Die zweite Grabanlage, die ich euch vorstellen möchte, ist jene vom Professor Dr. Ernst Kohlschütter. Professor Kohlschütter war ein hallischer Mediziner, bekannt ist er in Halle vor allem aber aufgrund seines sozialen Engagements, denn auf ihn geht unter anderem zurück, dass wir heute in Halle die schöne Stadtbibliothek haben. Hier im Hintergrund befindet sich eine Grabanlage. Diese Anlage hat bereits einen Paten gefunden in Form der Kohlschütter Apotheke im Steinweg und ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich eine Firma oder ein privater Pate an einem Grab engagiert. Vielen Dank für euer heutiges Interesse. Oben findet ihr noch den Link für die Broschüre, wo ihr euch bei Bedarf informieren könnt. Herzlichen Dank.